Schritte. Wir machen ein Rock Cross mit rechts beginnt. Den rechten Fuß kreuzen wir über den linken, wechseln das Gewicht wieder zurück und ein Chassé nach rechts. Den rechten Fuß zur Seite, den linken an den rechten ran und den rechten Fuß zur Seite. Das Ganze machen wir jetzt spiegelverkehrt. Ein Rock vorwärts mit links, den linken Fuß vor den rechten kreuzen, das Gewicht wechseln, zurück und ein Chassé nach links. Den linken zur Seite, den rechten ran und den linken Fuß zur Seite. Diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Bei den nächsten 8 Schritten drehe ich mich um, damit man das besser sieht. Das war jetzt der Ausgangspunkt. Jetzt setzen wir den rechten Fuß vor den linken und machen eine Viertel-Linksdrehung. Jetzt kommt ein Zählerstep. Das heißt, wir setzen den rechten Fuß hinter den linken Fuß an den rechten ran und den rechten Fuß etwas nach vorn. Jetzt machen wir ein Rock mit dem linken Fuß, das heißt den linken Fuß zur Seite, das Gewicht wechseln und wieder ein Zählerstep. Das heißt, den linken Fuß hinter den rechten Fuß an den linken ran und den linken Fuß etwas nach vorn. Ich zeige diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir setzen jetzt den rechten Fuß vor den linken. Machen eine halbe Linksdrehung. Jetzt kommt ein kurzer Step mit links beginnt. Den linken Fuß nach hinten, den rechten Fuß an den linken ran und den linken Fuß wieder etwas nach vorn. Jetzt machen wir Lockschaffe vorwärts, etwas schräg, einmal nach rechts und dann nach links. Das ist den rechten Fuß vor, den linken Fuß dahinter, den rechten Fuß etwas nach vorn. Jetzt setzen wir den linken Fuß nach vorn etwas zur Seite, den rechten Fuß dahinter und den linken Fuß wieder etwas nach vorn. Ich zeige diese Schritte noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Und die letzten 8 Schritte. Dabei drehe ich mich um, dass man das besser sieht. Das war jetzt der Ausgangspunkt. Jetzt setzen wir den rechten Fuß etwas schräg nach vorn und den linken wieder etwas schräg nach vorn. Machen ein Shuffle vorwärts mit rechts, rechts vor, links ran, rechts vor. Jetzt machen wir ein Rock mit links, den linken Fuß nach vorn, das Gewicht wechseln, wieder zurück und zum Schluss noch ein Coaster Step mit links. Das heißt, den linken Fuß nach hinten, den rechten Fuß an den linken ran und den linken Fuß wieder nach vorn. Ich zeige diese Schritte noch einmal. 1, 2,
3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Aber es gibt noch einen kleinen Zusatz. In diesem Tanz sind zwei Brücken. Nach der dritten und sechsten Runde werden die letzten 8 Schritte noch einmal getanzt. Und ich zeige diese letzten 8 Schritte noch einmal. Das war jetzt der Ausgangspunkt. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und dann noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und diese 8 Schritte noch einmal tanzen nach der dritten und sechsten Runde.